Der Festivalsommer in Deutschland startet. Den Auftakt machen Rock am Ring und Rock im Park. Die Zwillingsveranstaltungen in der Eifel und in Nürnberg zählen zu den größten Open-Air-Festivals des Landes. In den kommenden 3 Tagen feiern Zehntausende zu satten Klängen von Rockgrößen wie den Foo Fighters, den Toten Hosen und Kings of Leon. Ein männlich dominiertes Programm, was in den vergangenen Jahren zunehmend für Kritik sorgte. Und wir schalten zu Ute Spangenberger, die für uns bei Rock am Ring ist. Was bieten die Veranstalter und was dürfen die Fans erwarten? Ein Riesenprogramm wird hier geboten. 3 Tage lang auf 3 Bühnen, 74 Bands. Heute Mittag ging es los. Hinter mir ist gerade die Band Fever 333 zu hören. Und ich verstehe mein eigenes Wort kaum. Das ist ein richtiges Donnergrollen, wahnsinnig laut. Aber ich denke, Sie können mich hören. Stichwort Donnergrollen. Das Wetter ist in diesem Jahr super bei Rock am Ring. Rock am Ring und das Wetter ist ja immer so eine Sache. In den vergangenen Jahren, seit 1985, gibt es das Festival. Es ist ja oft regelmäßig abgesoffen im Regen oder musste zum Teil auch schon wegen Gewitter unterbrochen werden. Aber in diesem Jahr sieht alles gut aus. 27 Grad, bisschen Wind, blauer Himmel, alles gut. Während der Corona-Pandemie konnten Musikveranstaltungen ja nur mit zum Teil erheblichen Einschränkungen stattfinden. Wie hat Rock am Ring die Corona-Pandemie überstanden? Darüber habe ich mit dem Veranstalter heute Mittag gesprochen und er sagt, Rock am Ring hat die Corona-Pandemie gut überstanden. Man ist am Start, es sind weniger Fans als sonst da. Ungefähr 70.000 statt im vergangenen Jahr 90.000. Da gab es aber auch einen Rekord. Aber hier ist man zufrieden. Es gibt Festivals, die jetzt schon abgesagt werden mussten oder die auch Schwierigkeiten haben, Personal zu rekrutieren. In der Corona-Pandemie sind ja auch viele Arbeitskräfte aus dieser Festivalbranche abgewandert. Und die werden jetzt natürlich schmerzlich vermisst. Aber hier läuft alles. Im vergangenen Jahr, wir haben es ja eben gerade schon anklingen lassen, hatte es Kritik gegeben an Rock am Ring. Es ging um die Geschlechtergleichheit. Damals gab es nur etwa 12% Bands, in denen auch eine Frau dabei war. Was hat sich denn seitdem geändert? Es hat sich einiges geändert. Natürlich auch aufgrund von der Kritik. Die Comedian Caroline Kebekus ist ja im letzten Jahr dann nochmal raus an die Frau und hat Schlagzeilen gemacht und sagte, das Bier bei Rock am Ring habe mehr Prozent als der Frauenanteil. Sie haben es gesagt, im vergangenen Jahr 12% Bands mit einer Frau mindestens dabei. In diesem Jahr sind es fast 30%, da hat sich einiges getan. Es war gar nicht so einfach, so viele Bands zu finden. Auch deswegen, weil sich in diesem Jahr wirklich alles knubbelt. Nach den Corona-Jahren gehen jetzt alle Künstler wieder auf die Bühne. Es gibt wahnsinnig viele Festivals. Aber bei Rock am Ring hat man das geschafft und hat diesen Frauenanteil doch deutlich erhöhen können. Ute Spangenberger mit musikalischer Untermalung bei Rock am Ring. Vielen Dank für die Informationen und Einschätzungen.